Hey, hallo liebe Brüder und Schwestern. Ich melde mich heute hier vom Genfer See. Hier ist vor einem Jahr was ganz Besonderes passiert. Und zwar haben wir zum ersten Mal das Zentrum Vidlinata besucht und auch den Norwegischen Wortkongress Neues Leben. Und dieses Video und die Zeit danach steht genau unter dem Titel Neues Leben, Norwegischen Wort. Der Kongress, diese Zeit hat wirklich unser Leben komplett verändert. Vorher wussten wir noch nicht genau, wie wir mit der Situation umgehen sollen, die uns jetzt hier dieser Virus gebracht hat. Aber nach dem Kongress haben wir gesehen, es ist schon alles vorbereitet worden. Das neue Leben, welches uns erwartet, wurde schon lange vorbereitet, schon vor langer, langer Zeit. Und wir alle haben jetzt die Möglichkeit, dieses neue Leben zu gestalten, aufzubauen, ein Teil dessen zu werden. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe, dass wir jetzt uns unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit dem neuen Leben widmen und das Alte, was jetzt hier gerade dabei ist, unterzugehen, auch untergehen lassen. Anstatt dass wir jetzt daran festhalten, an diesem alten System, diesem alten Leben, wo jeder für sich kämpft und um seinen Vorteil bedacht ist. Stattdessen können wir jetzt unsere Aufmerksamkeit auf das neue Leben, Novishi Wort, richten. Und jetzt, dieses Jahr, in diesem Moment, ist gerade der zweite Novishi Wort Kongress für uns vorbei. Ich glaube, es ist der fünfte allgemein. Jedes Jahr findet dieser Kongress statt. Und es ist wirklich wunderbar gewesen. Der Film, welcher hier gleich im Anschluss ist, ist von Francesco und mir gedreht. Francesco ist gleichzeitig der Protagonist. Francesco kommt aus Italien, hat den Novishi Wort Kongress ins Leben gerufen mit ein paar weiteren Brüdern und Schwestern. Und es ist ein Tag aus Francescos Sicht bei diesem wunderbaren Kongress. Schau einfach mal rein und vielleicht bist du nächstes Jahr auch dabei. Vielleicht hast du auch Lust, an dieser Art von Arbeit teilzunehmen in der universellen Weißen Bruderschaft. Und ja, es würde mich freuen. Viel Spaß bei dem Film. Alles Gute dir. Ciao. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais il faut rester. Des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour vous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est qu'un pauvre diable, croyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui vous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin.
croissent parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Faites donc dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours, règne l'amour jusqu'à la fin des jours. M'apporte l'ivresse et tu me tends les bras. Sous la neige, la terre n'avait pas oublié. Au pays solitaire a fleuri le sorbier. Sous la neige, la terre n'avait pas oublié. Au pays solitaire a fleuri. Il nous montre la route quand nous perdons nos pas à la saison du doute en nous tendant les bras. Sous la neige, la terre n'avait pas oublié. Au pays solitaire a fleuri le sorbier. Sous la neige, la terre n'avait pas oublié. Au pays solitaire a fleuri le sorbier. Ich hoffe, der Film hat dir gefallen. Ich habe jetzt hier einmal die Seite gewechselt, leicht im Gegenlicht. Aber ich würde gerne, dass du nochmal einen schönen Blick hast auf diesen Genfer See, auf diese Lage. Und ich glaube, so wie ich jetzt hier die Seite gewechselt habe in diesem Video, so kann diese Zeit uns auf die andere Seite bringen. Auf die Seite des neuen Lebens, auf die Seite der Sonne. Wir können
die Verwirrung verlassen und wir können in die Klarheit eintauchen. Die Verwirrung, in welche wir erstmal hineinkommen, dadurch, dass wir diesen ganzen Berg voller Lügen entdecken, diesen Berg, in dem wir drin gesteckt haben. Und wir kommen, wie wenn wir in einer Mine arbeiten, in der wir vielleicht Gold suchen und dieses Gold einfach nicht finden, dieses Gold reicht nicht. So haben wir jetzt die Möglichkeit, aus dieser Mine herauszugehen und mit der Sonne zu arbeiten. Die Sonne, die das Gold hier auf der Erde erstmal entstehen lässt. Aber wir können direkt zur Sonne gehen. Wir müssen nicht das Gold in der dunklen Mine auf der Erde suchen, sondern wir können rausgehen ans Licht und mit der Sonne arbeiten, direkt mit der Sonne arbeiten. Wir müssen durch den Umweg gehen. Und genau das ist die Zeit jetzt gerade. Vielen Menschen wird klar, dass wir direkt arbeiten können. Wir können direkt mit dem Licht arbeiten. Wir können die Dunkelheit verlassen. Wir können aus dem Berg herausgehen. Und wir können direkt in die Gemeinschaften gehen. Das ist so interessant. Es wird alles vorbereitet. Es gibt so viele spirituelle Zentren, spirituelle Gemeinschaften. Und interessanterweise haben die noch ganz, ganz viel Potenzial. Das heißt, es gibt gar nicht genügend Menschen, um diese Zentren, diese Gemeinschaften zu füllen. Und jetzt können wir uns alle entscheiden, ein Teil dieser Gemeinschaften zu werden, ein Teil dieser Gruppen zu werden und gemeinsam für das neue Leben arbeiten. Und ich glaube, diese Zeit ist dafür da, um uns den Weg zu weisen, aus diesen Höhlen heraus. Die Zeit schreit danach, geht aus den Höhlen, baut das neue Leben auf. So sehe ich das. Ich wünsche mir, dass du es auch so siehst und ich wünsche dir vor allem, dass du auch mit das neue Leben aktiv aufbaust und gestaltest. Alles klar, mach's gut, tschüss.